So, servus zusammen. Okay, es gibt keinen Vorspann. Ich dachte, es gibt vielleicht einen Vorspann. Die Link. Okay. Mein Astro-Kanal. Nein, ich mache keine Werbung. Nein, ich sage nicht, das soll's vorbeischauen, weil es eh uninteressant ist. Nicht, dass es nicht uninteressant ist, aber das widerspricht sich. Ich brauche kein Dämmer sagen, ey, schau mal da. Planeten, Sterne. Ja, das funktioniert nicht. Da fragt er vielleicht, in welcher Auflösung. Und auf welcher Konsole. Genauso natürlich andersrum. Aus meinem Astro-Kanal brauche ich auch keinem sagen, hey, ich habe einen Gaming-Kanal. Weil dann fragen die, wann fotografiert und wie war die Konstellation? Ja, so, also, okay, und deswegen mache ich hin und her keine Werbung, weil es keinen Sinn macht, meines Erachtens. Egal wie viel Zuschauer ich wo irgendwo habe, es macht keinen Sinn, irgendwo Werbung zu machen. So, deswegen spare ich mir das. Jetzt haben wir doch einen Vorspann, okay. Weil ich, glaube ich, nichts gedrückt habe. Hoffe ich mal. Warten jetzt noch kurz ein bisschen. Ich drück nichts. Okay. So, dann machen wir, dann starten wir. Ich habe die Karte von Marine eingelegt. So, wir sind jetzt hier im Auswahlbildschirm. Konnte man sich aussuchen. Natürlich Marine, Predator, Alien. Das war ja das Coole damals an dem Spiel. So, wir starten mit Marine. Was? Ladezeiten auf dem Modul. Okay. Ich press Fire. So, das hat so ausgeschaut. Man wurde da theoretisch aus dieser Kapsel rausgelassen. Habe ich schon? Ich habe noch gar keine Waffen. Okay. Jetzt schaue ich, ob ich. Aha, also. Dann scheint C ist links und rechts ausweichen. Okay. Ah, weiß ich noch nicht, könnte Tür öffnen sein. A ist Tür öffnen, jawohl. Ah, nice. Und schießen, das Problem ist, man hatte, glaube ich, nicht viel Munition. Gehe ich davon, dass jetzt B schießen ist. Wir können mal kurz die Map einschalten. Okay. Und so wie ich das sehe, gibt es vier Waffen zu finden. Wir sind vorsichtig. Wir sind weiterhin vorsichtig. Ich weiß jetzt nicht, ob da schon Alien drin waren oder ob da noch nicht auch was rumgelegen ist, das weiß ich. Das ist schon sehr lange her. Es verhält sich so, es könnte ein Aufzug sein. Oh. So, was ich noch weiß, die Säure, ihr müsst auf die Säure aufpassen. Nicht drüber laufen. Und auch wenn es geht, dann nicht in seinem Gang dann abschießen, das ist auch leider problematisch, weil da müsst ihr nämlich drüber. Stirb! Oh! Oh!
So, und jetzt musste ich, hab's gesehen, über die Säure drüber. Was Energie kostet. Leider sehe ich nicht meine. Ah. Oh, keine Munition ist nicht gut. Das heißt, das schaut bitter für mich aus. Mach auf. Das sieht noch bitterer aus. Das war's. Okay. Ja, das war kein guter Start. So, was wissen wir jetzt? Wir gehen nicht rechts, wir gehen links. Das ist einfach sicherer. So, auch sehr interessant, ihr seht, vorhin war da kein Alien drin, das variiert sogar. So, wir wissen aber, dass da nichts drin ist, deswegen könnte mich mir gerade kreuzen, spiralenweise. Da wollten wir, glaube ich, rein. Da waren Kisten, ich glaube, die Kisten waren wichtig. So, wir versuchen an der Säure vorbeizukommen. Nein, wir haben es nicht geschafft. Nein? Waren die Kisten nicht wichtig? Ah, shit, hey. Ausgeschmiert. Leichen waren wichtig. Waren die Leichen wichtig? Okay, also da waren, so wie es ausschaut, sind Leichen wichtig. Und natürlich müsste man auch eine andere Waffe finden, was natürlich sehr vorteilhaft war. Ja. Leiche. Leiche ist immer gut. Leiche nehmen wir mit. Hat er da noch was? Nein. Okay. Da gerne drin bleiben. So, schauen wir nochmal auf die Mappe. Aha, okay, das ist anders. Da wollen wir nicht rein. Da wollen wir auch nicht rein. Und da wollen wir auch nicht rein. Wir wollen eigentlich raus aus diesem, wie nennt man sowas, Sektor. Das heißt, ich muss dann vielleicht doch da durch, wo ich vorher mich durchgekämpft habe. Wenn jetzt hier nichts mehr kommt zum Rauswandern. Nee, okay. Dann müssen wir uns doch diesen Spaß geben und hinter uns ist die Pfütze, was nicht gut ist. Vorbeigeschafft. So, wir wissen, hier ist eine Menge los. Das waren mindestens 4 oder 6 von diesen Drecksviechern. Vielleicht, wenn ich aber Glück habe, sind die jetzt gar nicht mehr da. Hallo? Okay. Heißt, vielleicht wird das so gespawnt, dass jetzt
viele in den Käfigen sind, wo ich sehr begrüßen würde. Food. Food ist nicht schlecht. Jetzt frage ich mich gerade, wie man das einsetzt. Auf dem Joypad sehe ich mal nichts. Okay. Ich sag's euch, Munition beruhigt. Konnte ja auch, glaube ich, vor zurücklaufen, kurz warten, wenn sich nichts getan hat. Da so viel zu nichts tun. So, es sind schon mal zwei Pfützen. Wenn man es schafft, ist natürlich gut, wenn sie aufeinander liegen. Jetzt liegen sie leider nicht aufeinander. Oh, was ist hier? Das gleiche jetzt nochmal und warten. Frames, was werden das sein? 20, 25 Frames, das ist aber spielbar, muss ich sagen. So, schön weg von der Tür legen, dass man gemütlich durch die Tür kann. Wir schauen jetzt erstmal. Es ist gut, dass sie kommen anscheinend mal nicht durch Türen. Das ist schon mal nicht verkehrt. So, zwei Pfützen ist schon mal kacke. Kommt noch einer? Nein. Und meines Wissens gehen auch die nicht weg, die Pfützen. Schnell drüber. Okay. Ah, da oben Energie wird das Leben sein, okay. Die nehmen wir auf jeden Fall. Wir schauen uns um, wir hassen Überraschungen. Gibt's Face Hatcher? Ja, ich glaube ja. Ich weiß nicht, ob wir die zu Gesicht bekommen. Hier ist aber eine Menge los gewesen. Über die Leichen immer drüber. Könnte es sein, weil ich voll bin, dass nichts aufgehoben wird? Das will ich wissen. Ja. Okay, das ist übel. So, ich schaue jetzt, ob irgendjemand eine Karte, Energie oder Waffe hat. Anscheinend nicht. Das schaut nach Energie aus. Jawohl. Wir schauen jetzt mal kurz auf die Map. Okay. Sehr gut. Dann laden wir gleich nach. Jawohl. Pfützen hinter einen ist nicht gut. Okay. So.
Man kriegt also auch die Spritze ab. Nicht vergessen. So, haben wir hier noch irgendwo Freunde? Wir haben ein Medikit. Das Problem ist. Ah, Food war es. Okay. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich es liegen lassen soll und dann vielleicht im schlimmsten Fall finde ich es ja eh nicht mehr. Ich glaube, die Fässer konnte man explodieren lassen, so à la Doom. Jawohl. Oh, gewaltige Explosion. So. Hier ist nichts. Oh, halt. Checken. Hast du eine Waffe für mich? Nein. Und das war halt nicht so geizig. Das ist, glaube ich, dann das Ende des Level. Also es war begrenzt natürlich, muss ja begrenzt sein. Warum sie dann Türen eingebaut haben, weiß ich nicht. Das könnte Elevator sein, Airlock. Ist das das nächste Level? Aha, okay, man muss die Karte finden, irgendwas war ja. Wir machen den Trick nochmal, laufen vor, laufen zurück und warten. Scheint nichts los zu sein, theoretisch. Hier ist Ende Gelände. Ich glaube, aus Alien konnte. Ja, okay, das war natürlich jetzt nicht gut. Das Alien konnte man, glaube ich, weiß aber nicht genau, nicht mehr genau. Die Luftschächte. Noch irgendjemand, wo meint, meine Mutter kann nicht kochen. Ich glaube, die Luftschächte benutzen. Brennt irgendwas? Oh, also erstens mal, da war noch einer. Zwei, drei. Hoffentlich halten wir den Rückzugsort und hoffentlich kommt jetzt von hinten keiner. Oh, okay. Ich könnte Energie vertragen. Jetzt schauen wir aber trotzdem zuerst hier los. Hier ist es sicher. Was? Offiziersarena, okay. Bräuchte Energie. Keine Energie. Aber auch keine Alien. Auf den Predator trifft man irgendwann später. Den trifft man jetzt noch nicht sofort. Das ist voll. Voll. Gibt's mal ein bisschen Energie. Alles da. Danke euch. Jetzt blöd, weil jetzt muss ich drüber. War dann noch einer, ein ungebetener Gast. Shit, ich dachte, der hat vielleicht die Security-Karte, deswegen bin ich da reingelaufen. So, okay. Du Security-Karte? Nein, aber ich habe, glaube ich, schon geschaut. Vielleicht war das hier dann drin.
jeden Fall Energie, sehe ich. Sehe ich das richtig? Nein, Security, komm. Nein, Medikit, okay. Du hast theoretisch gar nichts. Da gehen wir natürlich nicht raus. Ab und zu war das ein bisschen wackelkant. Oh, geht das nach einer Zeit, wird das... Nein, das bleibt immer so, genau. Ich bin immer noch auf der Suche nach der... nach dem Schlüssel. Also was gut ist, hier gibt es viel Energie, was mir aber jetzt nichts bringt, weil ich ja immer noch einen Schlüssel suche. So, hier haben wir, glaube ich, jetzt alles durch. Hier waren wir auch drin. Hm, waren wir nicht hier auch drin? Nein. Aber ich muss jetzt nochmal... Ah, die haben meistens Energie. Energie habe ich genug. Muni bräuchte ich, das heißt, ich glaube, der hat Muni. Hast du noch Muni für mich? Nein? Hast du Muni für mich? Ja. Du auch? Nein, du nicht. Okay. Durchsucht. Und so wird es mit dem Rückwärtslaufen immer ein bisschen hektisch. Oh, habt ihr gesehen? Sau. Es kann aber sein, dass hier noch was rumspringt. Da springt er doch. Nehmen wir mit. Nada, Money, Nada, Nada. Also ein Alien braucht 3 Schüsse. So, mit der Pumpgun. Shotgun, Pumpgun. Es ist sehr wichtig, glaubt es mir, falls ihr es mal spielen solltet, die Aliens so zu legen, dass ihr nicht durch die Story laufen müsst. Da war ich, glaube ich, schon. Aber wenn ihr immer durch diese Story latschen müsst, ist das echt übelst. So, wir haben gefunden... Die Kantine sagt mir auch was, es kann auch sein, dass auch hier der Punk jetzt natürlich abgeht, ist natürlich klar. Jetzt weiß ich nicht, ob doppelt... doppelt ist. Ich hoffe es mal nicht, weil ich hier drüber muss, schlecht platziert. Könnte doppelt sein, ja. So, jetzt gehe ich rein, weil... Es ist egal, ich muss jetzt schauen, wer drin ist.
muss gegebenenfalls töten. Hilft alles nichts. Ja, du bist auch. Also wir merken uns, die Weißen ist Medikit. Die anderen sind natürlich Munition. Gar nichts. So, da will ich aber eigentlich gar nicht hin, weil der Aufzug war interessanter. Das heißt, wir müssen durch die Pampe durch. So, da ist eigentlich kein Alien drin. Wie war jetzt das? Ich weiß es nicht mehr. Tut sich was? Nein. Vielleicht waren es die Steuerungen links und rechts. So, jetzt schauen wir uns zuerst mal hier um. Okay. Probieren wir es gerade aus die Mitte. Okay, Command Center ist schon mal interessant. Da gehen wir doch mal rein. Da gehen wir nicht rein. Okay. Elevator haben wir doch gerade gehabt. So, ich hoffe, ich habe die einigermaßen zugelegt, dass ich da durchrennen kann. Also, dass nicht alle drei in einem Gang liegen. Das war jetzt mein Hauptinteresse. Einmal reicht mir, dass ich da drüber muss schon. Schon viel zu viel. Medizinisches Labor ist nicht schlecht, natürlich. Heißt, man kann sich bestimmen. Access denied. Okay. Nichts mit heilen. Schauen wir lieber zuerst nach links. Links kommt nichts Gutes. Schatz am Rande. Okay. Man kommt auch nicht vorbei an der Seite. Das geht auch nicht. Nein. Ich habe mich auch gewundert. Offizierinnen. Und dann Access denied. Okay, du mich auch. So, da gehen wir jetzt nicht durch fast. Doch, wir gehen durch. Wir gehen aber zuerst kurz vor, kurz zurück, nicht dass noch ein Alien kommt, ich muss zweimal durch die Soße. So, wir schauen uns zuerst nach links wieder um. Door jammed? Nein. Okay, zweiter Eingang, aber es nützen sie alles nichts, weil wir die Karte nicht haben. Wir haben noch keine einzigste Karte.
Bitte nicht du jetzt auch. Access denied. Access denied. So, da haben wir noch mal einen Elevator, von da sind wir gekommen. Wir hatten hier nirgends Erfolg, muss ich sagen. Jetzt noch mal Halt. Von da bin ich gekommen, auf der anderen Seite war ja auch noch mein Elevator. Aufzug. So, und den nehmen wir jetzt. Interesse halber. Wo der hinführt. Haha. So, okay, dann klicken wir hier mal rechts. Nein. 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 Ja. Fahrst du? Nein, du fährst gar nicht. Hä? Und jetzt? Verkackern? Ich weiß ja nicht, wo da ein Schalter ist. Aber es tut sich irgendetwas. Ich glaube, vorhin waren Level 3. Jetzt kriegen wir schon hier Besuch. Man kommt da auch nicht raus. Man hat da in der Falle. Läuft nur töten und durch. Oh, das schaut nicht gut aus. Das schaut gar nicht gut aus. So, okay, Herr Memmel, das ist, als Marine ist das jetzt wirklich nicht gut gelaufen. So, jetzt trinke ich kurz was. Checke mal kurz, dass die Aufnahme, ob die Aufnahme nicht läuft, wie es laufen soll. Jawohl. Ah, muss die Maus machen wieder weg, genau, dass sie nicht zu sehen ist. So, Sekunde. So, zurück. Ich habe umgesattelt auf Alien jetzt. Wenn das so ist, so funktioniert. Die Karte gewechselt. Marine habt ihr jetzt gesehen. Das habe ich vor langer Zeit durchgespielt. Aber es ist ewig lang her. Ich weiß gar nicht wie lang. So, das Alien, was war mit dem Alien? Ich glaube, man hat. Ich wusste. Ist man direkt ein Alien? Oder muss man sich hocharbeiten? Das weiß ich gar nicht mehr. Wir werden es rausfinden. Man ist direkt ein Alien. Man hatte doch auch.
Oh, wieder. Das war genau. So, Map. Was ist das da unten? Kann ich das lesen? Ich kann es nicht lesen. Was haben auch mit dem Schwanz zuschlagen können? So viel ich noch weiß. Man hat die, glaube ich, auch einspinnen können als Ersatzleben. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob das jetzt die Xbox-Version war damals dann oder die Jaguar-Version. Da könnten sie sich auch mal entscheiden, was Feuer ist. So. A, B, C, da steht es doch dort. Also B ist genau. C ist der Stachel. Und A ist das. Und ich glaube, im Stachel oder mit dem Maul konnte man echt Schaden machen. So, und dann ist es so, wir fangen ja beim Alien, fangt man mit dem Alien-Chip an. Das ist ja irgendwie ganz komisch. Irgendwie so die Marinestation mit Alienship und Predatorship. Was war mit Marine die Option zu fliehen vielleicht, weiß ich nicht. Mit Predator musste man die Queen töten, so viel weiß ich noch. Ah, okay. Doch etwas schwieriger, was war das? Ah, Strafen und Map. Okay, also das Alien hat da nicht viel. Drei Waffen, das war's. Aber nochmal, wir werden es ausprobieren, testen, ein Ersatzleben schaffen. Und ich glaube, da oben die Null ist für dieses Ersatzleben. Wenn mich nicht alles täuscht. So, jetzt machen wir mal hier die Hütte auf. So, das war töten. Okay, und die Null war nicht Null, sondern die Null war. Das ist ein Shot, das kann man aufmachen. Da kommen wir wieder zum Alien-Bereich. Oh, da ist einer. Der ist aber. Wo ist der? Da komme ich gar nicht hin. Komme ich da hin? Nein. Wenn ihn töten, das so und so nicht. Es war dann doch ein bisschen ein Labyrinth zum Beispiel. Nein, also hier konnte man keine Eier legen. Anscheinend, wie konnte man. Irgendwas ging doch, weil man muss ja auch die Energie wieder zurückgewinnen. Irgendwie war es ein Kombischlag. Ich glaube, einmal den und dann einmal die Klaue oder einmal die Klaue und dann. Im schlimmsten Fall schaue ich im Handy nach. Also nicht im Handy, sondern bei Google. Genau. Habt ihr gesehen? Ah, es hat aber jetzt nicht geklappt. So. Aha, also man muss ihn mit dem Stachel muss man erwischen. Und dann ist er eine kurze Zeit gelähmt. Und dann ist die Frage, was man dann machen muss. So, wir geben noch nicht auf.
Cocoon's Vital to Survival. Cocoon Enemy with Claw, Tail, Claw. Da steht's doch. Man muss ja nur lesen können. Claw, Tail, Claw. Okay, also, das probieren wir jetzt. Claw, Tail, Claw. Versteckt man es wieder zuerst. Claw, Tail, Claw. So, darf ich wieder schließen, oder? Also Alien war nicht ganz so einfach, muss man ehrlich sagen. Claw, Tail, Claw. Ich hasse so große Räume, da bist du irgendwie ordentlich ausgeliefert. So, wir wollen jetzt ein Opfer finden. Hilft dir alles nichts? Das ist. Nein, da wollen wir nicht rein. So, wird uns nichts anderes übrig bleiben, als hier unser Glück zu versuchen. Aha, so, genau. Habe ich ein. Cocoon. Ich sehe keinen Cocoon. Hätte ich dann noch was drücken müssen? Ah, ach, drüber laufen muss man. Okay, so, das hast du jetzt davon. So, und das ist theoretisch das Extra-Leben, wenn man stirbt. Und links, glaube ich, muss man auch warten, bis es reift. Ja, irgendwas war da. Wir warten jetzt ein bisschen. Weil ich keine Energie mehr habe. Aha. Was ist das? Nein, da teilt sich noch. Komm, teile ich mal schneller hier. Ah, und so konnte man, glaube ich, sogar zwei oder drei Leben generieren. Das war jetzt der Vorteil vom Alien. Wo zwar schneller gestorben ist, aber eben durch diese Scherze mit der Wiederbelebung gute Karten hatte. So. So, das macht mir natürlich jetzt Spaß, ist natürlich klar. So, und da sieht man auch, ah, das ist eine Witchin zum Alien. Oh, da setze ich noch Flammenwerfer an. Flammenwerfer ist nie gut. Jetzt töten wir die. So, wir haben keine Energie mehr. Das heißt, wir sterben bald. Dann töten wir den. Was ist das? War knapp. Hat funktioniert, war knapp. Wir haben noch einen mit Feuer. Was? Cocoon, was? Schlüpft. Okay. Ging das automatisch. Das verwirrt mich dann natürlich ein bisschen, ist klar. So, okay, also das war so irgendwie die Taktik. Schnell einspinnen und dann müssen wir halt jetzt schauen, was wir auf die Schnelle töten können. Hilft ja alles nichts. Bin ja ein Alien. Also, stirbt. Du stirbst. Du stirbst. Du stirbst natürlich. Geh mal Gummi. Noch irgendeiner, wo sterben will. Ja, du willst sterben.
Geht's da irgendwo weiter? Nein, aber der will sterben. Du bist auch. Game over. Muss ich warten, bis es dann schlüpft? Oh. Okay, habt ihr es gesehen? So, jetzt machen wir noch einmal Alien. Warum ging das jetzt so schnell? Habe ich da jetzt irgendwas verpasst? In einem jugendlichen Leichtsinn? So, in dem Spiel war ja irgendwie jeder Charakter cool. Also, macht immer noch Laune, muss ich sagen. Weiß nicht, vielleicht spiele ich es auch mal die nächste Zeit irgendwann mal durch. Keine Ahnung. So, jetzt gehen wir, verstecken wir uns zuerst wieder. War da einer? Doch, da ist einer. So, dann machen wir kurz einen Prozess jetzt hier. So. Boah, es zieht so schnell ab. Okay, eine noch, weil das jetzt, das war jetzt ja, naja, kein guter Anfang. Also das Interessante ist, egal, wenn man ja auch stirbt, man lernt ja dabei. Wir haben jetzt gelernt, die Extra-Leben, die gehen anscheinend automatisch. Man sollte auch vorher überleben. Und dann braucht sich das auf. Das wissen wir jetzt noch nicht. Das probieren wir jetzt aus. Wir testen, wir wollen es wissen. Wir wollen immer alles wissen. So, jetzt gehen wir zuerst nochmal um die Ecke. Dann läuft jetzt hier keiner durch die Gegend. Auf zu. Jetzt friert das Bild ein. Das ist echt krass, als würde geladen werden. Vermutlich wird geladen. So, okay, gleicher Anfang ungefähr. Dann gehen wir halt rein, raus. Hier ist keiner. Hier ist auch keiner. Ich bin jetzt gerade vorbeigerannt. Er wird doch irgendwann da zum Einspinnen rumspringen. Tote Hose. Ah, wo war der? Doch, das ist, jetzt ist es ja hardcore. Nein, ich will dann noch ein bisschen was zeigen jetzt. Also dann nochmal Alien. Okay, dann muss ich jetzt wieder rufen, muss sagen, wir spielen jetzt so lange Alien, bis ich ein bisschen was euch gezeigt habe jetzt. Ja. So. Erster Lauf war nicht toll, zweiter lief schon besser. Dritter und vierter waren jetzt kläglich. Kläglich versagt, würde ich sagen. Dann bleiben wir jetzt doch noch mal im Alien-Raumschiff. Da haben wir einen.
So, also. So viel mal dazu. Ist das eine Tür? So, wir haben genug Energie. Und wir haben theoretisch. Irgendwas habe ich gehört. Irgendwas hat geschossen. So, und die Frage ist jetzt, was mich beschäftigt, wenn das geschlüpft ist, schlüpft es automatisch? Weil ich habe das Gefühl, dass es automatisch schlüpft. Wir warten jetzt. So, das heißt, theoretisch, also praktisch wäre es so sinnvoll und cool wäre es, dass es nicht schlüpft und dass es automatisch schlüpft, wenn man stirbt. So ist es, glaube ich, nicht. Frames? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es sind 20. Bild ist ein bisschen verschoben, sehe ich gerade. Sorry. Okay. Werdet ihr jetzt damit leben müssen? Ich sag's euch gleich, ich bin nicht so der nicht technisch, sondern wie nennt man das, da die Einstellung, ich hasse es, da irgendwie großartig die Einstellung nicht mehr anzugleichen zu müssen oder ähnliches. Oder zu ändern zu müssen. So, also das eine ist ausgereift, das wächst nicht mehr, habe ich so das Gefühl. Und es ist doch so, wenn ich sterbe, dass es dann automatisch geht, aber ich so. Das Gefühl in meinem jugendlichen Leichtsinn. Ich glaube, es wächst ja nicht mehr. So, und jetzt habe ich es geschafft, dass ich mich verlaufen habe. Nein, okay. So, okay, also. Dann muss man warten, bis die ausgereift sind. Aber natürlich startet man da, wo man die Eier gelegt hat. Auch selbstverständlich wahrscheinlich. Ach, genau. So. Und ich bin schon fast tot. Aber das macht nichts. Jetzt kriegen wir es raus. Schießt jemand auf mich? Nein. Hier ging es nach rechts. So viel weiß ich noch. So. Du stirbst jetzt das erste Mal. Das war sehr wirkungsvoll. Jetzt ist. Aber ich habe noch ein paar mitnehmen können. Habt ihr gesehen? Das ist natürlich cool. So, und jetzt bin ich genau da, wo ich die eingesponnen habe. Jawohl. Also. Wir wissen jetzt, da wo wir einspinnen, ist auch das Ersatzleben natürlich. Dann scheinen die Marines das nicht anzugreifen, habe ich so das Gefühl. Das heißt, dass was man einspinnt, die Eier, wo man legt, die werden nicht zerstört. So, jetzt ging hier irgendwo, ging jetzt hier der Punk gleich ab. So, wir müssen einen wieder einspinnen, das ist natürlich klar. Hat jetzt nicht funktioniert.
Das funktioniert. Jawohl. So, was natürlich erschwerend macht, dass man sich theoretisch fast schon die Punkte merken muss. Wo man die Eier legt. So, was jetzt hier mit Reichweite, Abstand? Ich denke mir, der Schwanz. Kann ich da durch? Nein. Doch, ich wusste es noch. Haha. So, was ist da drin? Man kann auf jeden Fall mal durch die Gegend kriechen und kommt woanders wieder raus. Aber in keinem anderen Stockwerk, glaube ich. Aber da bin ich jetzt, das weiß ich jetzt nicht mehr. Das Lustige ist, genau das wusste ich noch, dass, also ich gestehe, als einer, der wohl Lüftungen baut, es gibt in der Lüftungsanlage gibt's selten Sackgassen. Ja, das macht keinen Sinn für eine Lüftung. Ja, nur so nebenbei erwähnt. So, gehen wir wieder raus. Aha, habt's gesehen? Wir sind in einem anderen Level rausgekommen. So, und jetzt weiß ich nicht mehr, ob man das Predator-Schiff suchen musste und das zerstören. Da noch ein paar mitnehmen. Eine noch mitgenommen, jawohl. So, jetzt bin ich natürlich unten, was natürlich wieder blöd ist. Und zwar im Alien-Raumschiff. So, aber laufe ich überhaupt gerade richtig? Ich glaube, was glaube ich? Ich glaube nein. Okay, so, das ist jetzt eines der Probleme, dass man sich dann verläuft. Du bringst mir nichts. Ach, du bringst mir auch nichts. Weil hier will ich natürlich jetzt keinen Speicherpunkt mehr haben. Jetzt wäre natürlich die Möglichkeit, man könnte sich jetzt töten lassen. Ah, okay. Habe ich jetzt vergeigt. Und dann würde ich woanders erscheinen. Man könnte das taktisch einsetzen. Oh Herr Jemine. Ich könnte ja auch auf die Karte schauen. Ah nein, hier geht's raus. Aber da wollen wir jetzt nicht mehr hin. Okay, jetzt probieren wir mal, dass wir hier ins Optionsmenü kommen. Genau, so jetzt. Also, das war das Alien. Jetzt schließen wir das mit Predator ab. Die Karte wird gewechselt. Meines Erachtens der coolste Charakter. Warum, das zeige ich euch gleich. Nur theoretisch, ich probiere es euch gleich zu zeigen. So, da stehen ja auch die Missionen. So, genau, da war es auch noch sehr interessant. Man konnte sich unsichtbar machen. Aber wenn man unsichtbar getötet hat, dann war man unehrenhaft. Dann konnte man sich auch da heilen. Dann die verschiedenen Waffen. Ah, fängt das schon gut an. So, habe ich schon die Waffe? Ja. So, jetzt kommt erstmal du hier. So, jetzt mal nur so nebenbei erwähnt. A und B machen. Also B ist Kampf. Habe ich schon Waffen? Nein, die muss man sich entweder verdienen. So, ich habe hier einen Heilbutton, den nehme ich nicht. Was cool war, aber die Sichten normalerweise. Nein, keine Sichten. Okay, muss man, bin ich jetzt überfragt alles.
Ja, ich bin ehrlich überfragt. Und ich weiß auch nichts mehr. Also ich habe jetzt die Hoffnung, dass irgendwo in dem Raumschiff eine Waffe war für mich noch. Und dann muss ich eigentlich aus diesem Raumschiff raus. Aber ich bin auch ganz ehrlich, das ist nur eine Vermutung. Probieren wir mal kurz heilen. Nein, heilen bewirkt auch nichts. Okay. Ja, hilft ja alles nichts. Ab geht's so. Hier auch noch keine Ahnung was. Gibt's schnelle Rennen? Gibt's nicht. Man hat auch noch keine Sicht zum Durchschalten. Ah! Willst du verarschen jetzt? Aha, okay, hier läuft's anders. Also, die Sicht, die schaltet mir auf Optionen ein. Und dann kann man die anscheinend genau auf den anderen Tasten durchschalten. So war's. Okay. Also das war jetzt das Coole mal beim Predator. Du auch, stirb. Ja. Ich wollte die Sicht nicht durchschauen. Das könnte für ein Alien gut sein, aber ich weiß es nicht. Machen wir wieder normale Sicht. Habe ich schon irgendwie was gewonnen? Nein. Das so nicht. Warum habe ich da 5 ist heilen. Da tut sich aber nichts. Das tut sich generell. Ah, okay. Punkte, warum habe ich vorher 0 gehabt? Ich habe doch schon welche getötet, verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Ach, das wird einfach zu viel, das geht nicht gut. Kann ich das benutzen? Aha. So, und jetzt halten wir uns hoffentlich. Jawohl. Aha. Schon mal vorteilhaft. Kann ich jetzt die Waffen wechseln? Immer noch nicht. Musste man Waffen kaufen? Na egal, rein in die Schlacht. So, da, eat this.
So, das war nicht gerade sehr gesund. Oh, hinter mir irgendetwas. Das wird nicht gut gehen. So, okay, nicht gut. Dann schauen wir mal kurz, was uns das Internet sagt. Ich finde auf die Schnelle was, was ich machen muss. Probieren wir es nochmal. Das ist Trave. Ah, wir probieren jetzt nochmal. Also, wir haben schon mal gesehen, dass der Predator mehr aushält, dass er aber. Ah, okay, also dann doch töten und dann gibt es die Waffen. So ist das schon richtig, wie ich das in Erinnerung hatte. Die Frage ist wegen den Medikits. Und die Frage ist natürlich wegen. Hey. So, noch jemand, wo hier Ärger will? Störung ist natürlich übel, weil. Mit dem Strafen hat das alles nicht so hin. Oder sagen wir mal so, es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, man kriegt halt immer eine rein irgendwie. Und ich kann mich ja noch nicht unsichtbar machen. Das ist halt das, was ich schon übel finde. Nee, da gehen wir natürlich nicht hin. Von da kommen wir ja. Dann holen wir uns halt die Schläge hier ab. Man kriegt immer eine reingedrückt. Das ist so übel. Man muss auch an den Mann dran, das ist auch so übel. So, dann glaube ich, dass Alien mehr. Wer, wo, was? Wo kommt der jetzt her? Kommt der Schuss da raus? Ja. Stirb. Jetzt muss ich mich ein bisschen heilen. Und ist das irgendwas? Nein, das ist gar nichts.
Ja, das wird. Oh, da ist einer drin. Das Problem ist, dass das alles explodiert. Komm. Hat er sich selber jetzt getötet? Brave Bur. Dann muss ich dich nicht töten. Leider hast du kein Medipack. So bist du mir unsympathisch. Normalerweise müsste man sich. Ah, man ist. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Alles klar. So, also. Warum ich so oft getroffen werde, ist klar, ich bin sichtbar. Jetzt bin ich unsichtbar. Muss mich aber sichtbar machen zum Töten. Sonst gibt es Minuspunkte. Kann mich aber wieder unsichtbar machen. Hoffe ich mal. Muss mich aber wieder sichtbar machen zum Töten. So, wo ist da noch einer? So, jetzt hat's geklingelt. Jetzt heilen wir uns, hilft ja alles nichts. So, dann machen wir uns wieder unsichtbar. Sichtbar natürlich. So, und irgendwo. Oh, nicht gut. Nein! Lass mich durch. Nein, da lässt mich nicht durch. So, aber jetzt unsichtbar. Zack. Frag mich nicht, wie gut man unsichtbar ist. Aber es hilft. Und da war doch einer. Wo ist der? Hallo? Ach, das ist übel. Echt was zum Heilen gebrauchen. So, aber jetzt haben wir es raus, die Steuerung. Jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Okay, so, let's fit. Go, 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 go! So, fängt ja schon gut an. So, wer schießt wo, kann gleich Schläge haben. Da war er. So. Wir gehen direkt ins Schiff, da haben wir jetzt keine Lust. Hallo? So, stirb. Schiff war hier unsichtbar.
So, man kann natürlich auch unsichtbar killen, aber es zieht einem dann wieder Punkte ab und das ist ja unsinnig. Vielleicht gut, wenn man kein Leben mehr hat, okay. Schießt. Das ist das Underdog. Sollte man langsam wissen. So, leider nicht verlustfrei, habt ihr es gesehen. Wo war jetzt das Medikit? Hätte ich jetzt gern natürlich wieder. Da hinten ist das Medikit, sehr gut. Das holen wir uns jetzt. Das sind zwei, tut mir jetzt, das sind drei sogar. Aber man muss sagen, drei sind noch gut Punkte. Wir können jetzt mal schauen, eine andere Sicht besser. Verwechsel ich gerade die Steuerung, egal, Attacke. Oh, du auch gleich. Da hinten war noch einer, genau. Da. Schaffen wir jetzt die 100.000, das muss wissen wegen der Waffe. Da ist viel los. Viel Feind, viel eher. Hey. Hey, wer sieht mich hier? Kleine Macke. Ich kann das schnell ein bisschen heilen. Tuck, 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 tuck. So, dann du warst nicht nett zu mir. Ich wollte versuchen, zeitlich auszuweichen. Medikit, jawohl! Machen wir uns gleich unsichtbar deswegen. Checken die Lage. Du stirbst jetzt. Dann heilen wir uns natürlich ein bisschen, wenn wir schon. Jawohl. So. Natürlich, wenn man die Türen aufmacht, sollte man vielleicht unsichtbar sein. So, im Moment würde ich gern einfach nur, genau, die 100.000 mal schaffen. So, 100.000 hatten wir keine Freiwaffe beschert. Schade. Was brauchen wir dann? 200.000?
Okay, wir heilen uns ein bisschen. Also dieses Frontal ist nicht gut, sage ich euch gleich. Fünfzehntausend. Besser unsichtbar wie sichtbar. Muss ich mich komplett heilen? So, jetzt habe ich kein Medipack mehr. Das heißt, wir machen uns jetzt zuerst einmal unsichtbar. Wenn wir jetzt immer noch nicht wissen, wie viele Punkte wir brauchen für eine andere Waffe hierher. Dass es keine ungerade Zahl war. Aha, okay. Sehr schön. Wer wollt hier Ärger? So, da geht schon was, habt ihr gesehen? Bei 150.000 gab es den Kombi-Stick. Es besteht auch die Möglichkeit, wenn man jetzt unehrenhaft tötet, dass man den auch wieder abgezogen bekommt. Probieren wir jetzt nicht aus. Natürlich, der Vorteil von dem Kombi-Stick ist, dass er viel mehr Reichweite hat. Und auch gleich beim ersten Mal zumindest Marines tötet. Energie schaut nicht so rosig aus. Na, rennt ihr nicht nach? Nein, steht dumm rum. Noch irgendwo einer. Ah, jetzt wird's übel. Jetzt wird's wirklich übel. 200.000, ich habe nichts freigeschalten bekommen. So, okay, Game Over. Nicht tragisch. Durchspielen würde ich es eh nicht. Jetzt denke ich mir, ihr habt alles gesehen. Cooles Game, fehlt mir immer noch. Ja, macht Spaß. So, und bis zum nächsten Mal. Servus und passt auf euch auf.
Das Spiel ist aus.